Hallo, hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gesundheit! Salute! Der Liam liegt hier unter seinem Spielbogen. Ich habe ihn jetzt soweit schon fertig gemacht, habe mich einigermaßen ready gemacht, denn wir fahren jetzt in die Stadt. Ich brauche noch ein paar Sachen für Liams Taufe und für mein Patenkind. Die geht nämlich zur Kommunion und da wollte ich noch ein bisschen was shoppen. Und ich habe jetzt schon was rausgesucht für den Liam zum Anziehen. Das ist so, so zuckersüß. Das muss ich euch unbedingt zeigen. Außerdem habe ich noch ein paar andere Neuigkeiten für euch. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in dieses Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Sorry für diese Nebengeräusche. Der Bobby fährt gerade durch die Küche. Der hasst mich übrigens, denn die Bella hat Fellwechsel. Und ja, da hat er doch einiges hier zu tun. Der arme Bobby. Ne? Und was machst du unter deinem Spielbogen? Total süß, der liebt den voll. Und ja, also wie gesagt, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ich würde sagen, los geht's. Wir sind da. Oh mein Gott, ich sehe völlig zersaust aus. Also, los geht's. So, jetzt holen wir die Kerze. Ich muss mich nur gerade kaputt lachen, weil da oben ein Fahrrad stand ohne Sattel. Und wir uns das halt gerade bildlich vorgestellt haben. Ja, so sind wir. Also, jetzt holen wir die Kerze ab. Boah, schaut mal, wie lecker. Aber ich habe nur ein Hörnchen genommen. Wir sind da. Hat mich gefragt, was wir bestellt haben. Hab gesagt, eine Pizza Salami. Habe ich hier noch von dem Hörnchen? Mann, Leute, jetzt musste ich erstmal heulen. Meine Freundin hat die Kerze bezahlt und ich wusste das nicht. Und der Mann an der Kasse hat mir jetzt die Karte gegeben, hat sie noch mit rein und ich dachte, die ist von dem Geschäft. Ne, so als Glückwunsch und jetzt lese ich das und es ist von meiner Freundin und die hat die Kerze bezahlt. Oh Gott. Oh, total lieb. Ich bin jetzt irgendwie ein wenig sprachlos. Kurzer Zwischenstopp beim Bäcker, der Liam hat jetzt Hunger und ich bin immer noch fix und fertig wegen der Überraschung von meiner Freundin Anna. So, so schön wegen der Kerze, echt. Ich habe es auch total vergessen, euch die Kerze zu zeigen, ne? Aber ich war jetzt so sprachlos, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und ja, freue mich total, echt. Ich habe jetzt erstmal eine Runde geheult. Also der Liam hat Hunger. Die haben hier so süße Sachen. Das steht auch noch zur Auswahl, aber das ist halt kurzarm und das ist ein bisschen schwierig. Wir haben uns jetzt dafür entschieden. Eine weiße Hose dazu. Mützchen brauchen wir jetzt noch. Und Söckchen. Dann haben wir es eigentlich. Schaut mal, wie klein die aussehen. Oh Gott, wie süß. Ja, für Mädchen. Süß. Jetzt kaufe ich noch kurz was ein. Ich habe gesehen, dass es bei Marktguru wieder was im Angebot gibt. Und zwar gehe ich da auf Cashback. Und dann sehe ich die ganzen Angebote und ich brauche Kartoffeln. Ich habe gesehen, dass ich da eben Geld zurückbekomme. Und deshalb kaufe ich mir welche. Also Kartoffeln haben wir zum Spargel. Jetzt habe ich gesehen, dass es bei Marco eben auch auf Patros 40 Cent Cashback gibt. Und ich mag den super gerne, denn ja, den kann man super in Auflaufform, zum Beispiel mit Tomaten, Gewürzen, einfach kurz backen. Und es schmeckt wirklich total lecker, gerade mit Baguette zum Beispiel. Und das ist ja ideal zum Grillen und deshalb nehme ich das jetzt mit. Und hier seht ihr es, 40 Cent. Jawohl. Also, auf geht's zur Kühltheke. Jetzt habe ich gesehen, dass es den hier auch gibt. Also den hier. Ja, ich glaube, ich nehme den. Oder soll ich lieber den nehmen? Ich glaube, ich probiere mal den. Ja. Ach, und den nehmen wir auch mit. Und auf Reis gibt es auch 40 Cent Cashback. Also gut, dann nehmen wir den mit. Ich wollte in den nächsten Tagen Pilzrisotto machen, da passt es ja super gut. Also das sind jetzt meine Kassenzettel. Ich war nochmal einkaufen. Ich habe die Produkte, auf die es Cashback gibt, unterstrichen. Steht so da, um quasi ein bisschen mitzuhelfen. Kann man das unterstreichen, muss man aber nicht. Und ich zeige euch, wie das jetzt geht. Und zwar, Moment, hier ist meine App. So, und dann gehen wir auf Cashback und dann suchen wir das Produkt aus, also hier zum Beispiel die Kartoffeln und dann jetzt einlösen. Dieses Angebot endet in Kürze. So, jetzt müssen wir den Kassenbon fotografieren. Okay, Anzahl wählen, ein Produkt abschicken, Kassenbon wird gescannt. Der Kassenbon wurde erfolgreich übermittelt und wird in Kürze überprüft. Vielen Dank für deine Geduld. Okay, so, dann machen wir weiter. Zurück. Gehen wir auf das Patros. Jetzt einlösen. Jetzt müssen wir den wieder fotografieren. So.
abschicken. Dann habe ich ja noch den Reis gekauft. Gut. Und hier habe ich ja das Studentenfutter gekauft. So, jetzt einlösen. Kassenbon. Einmal abschicken. So. Okay. Und dann wird mir das Cashback auf meinem Konto gut geschrieben. Da freue ich mich. Wo schaust denn du hin? Wo schaust denn du hin? Da sind wir wieder. Also richtig cool mit meiner App auf dem Handy von Marktguru. Ich hatte euch das schon mal vorgestellt vor einiger Zeit. Ich finde das richtig cool, auch als Inspiration. Also ich schaue immer wieder mal rein, so wie jetzt mit dem Schafskäse. Weiß ich dann eben, was ich kochen könnte mal wieder. Oder das Risotto zum Beispiel. Also das hilft mir wirklich. Ich sehe dann eben auch, dass ich das Cashback bekomme und da freue ich mich natürlich. Ihr habt da auch verschiedene Prospekte. Also zum Beispiel Aldi, Lidl, Mediamarkt, Thom, Baumarkt. Hier habe ich noch ein Möbelgeschäft XXX Lutz. Und ja, da schaue ich halt immer wieder mal rein. Ansonsten habt ihr die Favoriten, die ihr abspeichern könnt. Ihr habt eine Merkliste. Cashback hatte ich euch ja gezeigt. Da seht ihr eben alle Produkte, die im Angebot sind. Und mein Profil. Ab 10 Euro wird euch das Cashback ausbezahlt. Und es war jetzt so, dass ich die Kassenzettel nochmal eingescannt habe, denn ich habe eine Meldung bekommen, dass man das Datum nicht gesehen hat. Das habe ich so gemacht. Also ihr habt ja den Kassenzettel gesehen, ich hatte das umgeschlagen, damit ihr die Adresse nicht seht. Aber das Datum muss natürlich sichtbar sein, damit sie sehen, ob das auch wirklich in dem Aktionszeitraum gekauft wurde, damit sie einem das Cashback eben gut schreiben können. Ne? Das habe ich jetzt aber schon gemacht und es passt alles. Und falls euch das interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich setze euch den Link unten in die Infobox. Könnt euch das runterladen auf dem Handy, dann habt das schon mal und könnt immer schauen, was eben in der Aktion im Moment ist. Ne? Und könnt dann eben danach einkaufen oder einfach mal vorbeischauen. Jawohl, und der kleine Mann, der lenkt mich gerade schon wieder ab. Ne? Den mache ich jetzt frisch. Ne, mein Schatz? Und dann schauen wir mal, was wir heute noch so machen. Jawohl. Also wie gesagt, ich wollte es euch einfach nur nochmal vorstellen, weil ich es richtig cool finde. Und ihr wisst ja, dass ich euch super gerne die Sachen empfehle, die ich eben auch nutze. Und deshalb habe ich es euch heute nochmal gezeigt. Du lenkst mich ab. Weißt du das? Du schaust wieder, ne? Du schaust wieder, was hier los ist, ne? Ich brauche hier unbedingt ein Mobile noch zusätzlich jetzt, ne? Obwohl er eigentlich immer noch ganz zufrieden ist mit seinen Punkten und ganz fasziniert schaut, was die Punkte so treiben, ne? Ja. Okay, also bis später. Guten Morgen, meine Lieben. Sorry, ich habe mich jetzt gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet, aber es war super stressig. Ich mache jetzt gerade noch was für mein Patenkind zurecht. Und zwar habe ich diese Luftballons hier gekauft bei Amazon. Die werde ich dann noch befüllen mit Helium und mit zur Feier nehmen. Hier habe ich ein ganz, ganz tolles Album gefunden. Als Erinnerung eben zur Erstkommunion, speziell jetzt für die Patentante, eben für das Patenkind. Das ist so, so herzallerliebst gemacht. Ich bin so froh, dass ich das gefunden habe. Und zwar kann ich es euch ja mal kurz zeigen. Hier stehen eben ein paar Zeilen, eben an das Patenkind. Und hier kann sich das Patenkind dann vorstellen. Also man kann dann alles reinschreiben, ne? Die Eckdaten, sage ich jetzt mal so, wie alt sie halt ist und wer zur Familie noch dazu gehört und so weiter. Da hätten wir dann Platz für ein paar Bilder. Hier von meinem Patenkind, von uns beiden zusammen. Und es geht noch weiter. Hier geht es eben erstmal um die Taufe, wann sie war, in welcher Pfarrgemeinde und so weiter. Da können wir dann auch wieder Bilder einkleben von der Taufe. Hier wir beiden wieder zusammen. Und jetzt kommt eben die Erstkommunion. Wann sie war, in welcher Kirche. Die schönste Erinnerung steht zum Beispiel hier an den Gottesdienst. Und hier können dann alle Gäste auch noch was reinschreiben. Entweder unterschreiben oder ein paar schöne Zeilen dalassen. Hier kann sie ihr Liedblatt einkleben und dann hier eben auch noch ein paar Erinnerungen, ne? Wer alles mitgefeiert hat, was es zu essen gab und ja, die schönste Erinnerung an die Feier. Also es ist wirklich herzallerliebst gemacht. Ich bin so, so froh, dass ich das gefunden habe. Und die guten Wünsche von Mama, Papa und Geschwistern, Verwandte. Also es ist wirklich so, so schön. Da werde ich auf jeden Fall auch noch was Schönes reinschreiben und ich werde es dann jetzt auch noch einpacken
Ich wollte es euch nur mal zeigen, weil ihr ja wisst, dass ich immer auf sowas stehe. Ne? Das sind so Erinnerungsbücher, also da bin ich ja immer Feuer und Flamme. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeige es euch. Vielleicht ist es auch eine Idee für euch. Und ansonsten, was ich alles gestern gekauft habe, würde ich euch später zeigen. Hier zum Beispiel noch ein paar Luftballons für den Liam zu seiner Taufe. Ne? Mit Punkte, ist klar. Da hinten liegen da noch die ganzen Sachen, die ich eben gestern gekauft habe. Aber jetzt habe ich leider erstmal keine Zeit, euch das zu zeigen. Da hängen noch die Kleider, die ich vorhin anprobiert habe, weil ich mir nicht sicher war, was ich anziehe heute. Das machen wir alles später. Und ja, ich würde sagen, ich mache mich jetzt erstmal soweit ready, packe das ein, mache dann den kleinen Schatz fertig und dann geht es erstmal ab in die Kirche und dann melde ich mich nochmal bei euch. Beziehungsweise ich zeige euch noch kurz, was hier drüben steht oder liegt. Und zwar einmal das Ostergeschenk für die Alessia. Hier kommt dann noch Geld dran. Und hier ist auch noch was drin. Ich habe es leider nicht geschafft, ihr zu Ostern das Geschenk zu bringen, da wir ja dann ins Disneyland gefahren sind. Hier sind noch zwei Hosen für meine Jungs. Eine Fliege, die andere Fliege ist drüben auf dem Tisch. Hier ist noch mein Kleid. Ja, ich bin mir noch so ein bisschen unsicher, ob es das wird. Hier ist noch die eigentliche Karte für mein Patenkind. Da kommt natürlich noch was rein. Ne? Das eigentliche Geschenk, wenn ihr versteht, was ich meine. Hier ist noch der Anzug von meinem Mann, das Hemd und die Krawatte. Ja, mal schauen, ob die noch jemand der Jungs tragen wird. Aber ich glaube eher nicht. Ich denke, sie werden sich für die Fliege entscheiden. Also gut, jetzt muss ich mich aber wirklich beeilen. Ich bin jetzt soweit ready. Ich habe mich für dieses Kleid hier entschieden. So sieht es aus. Ich ziehe natürlich noch einen Blazer drüber. Hier hinten sieht es so aus. Und ja, Haare mache ich mir dann noch auf. Und jetzt ziehe ich noch schnell den kleinen Mann an. Und dann geht's los in die Kirche. So, meine Lieben, da bin ich wieder. 8 Stunden später. Wir kommen gerade von der Feier. Ich habe dort nicht so viel gefilmt. Ich denke, das könnt ihr ganz gut verstehen, weil da natürlich ganz viele Gäste waren, die natürlich nicht gefilmt werden möchten. Jedenfalls war es eine richtig, richtig schöne Feier. Und ich würde sagen, ich melde mich einfach morgen nochmal bei euch. Ja, dann kann ich euch auch noch ein bisschen was erzählen, kann euch auch noch die restlichen Sachen zeigen, die ich euch ja eigentlich noch zeigen wollte. Und ja, ich war jetzt so viele Stunden mit diesen Schuhen unterwegs. Ich habe es gerade zu meinem Mann gesagt, als wir reingekommen sind. Ich habe nicht einmal gejammert. Aber es war schon echt anstrengend. Vor allen Dingen mit dem Liam die ganze Zeit auf dem Arm. Aber es geht alles und ich würde sagen, wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Guten Morgen. Ich wollte euch ja noch kurz zeigen, was der Liam gestern zur Kommunion anhatte. Und zwar diesen wunderschönen Strampler. Also der ist jetzt natürlich nicht mehr so ganz fresh, aber er sah so, so süß damit aus. Also es war echt richtig goldig. Den habe ich beim Online-Shop Tausendkind gekauft. Die haben wirklich richtig, richtig schöne Sachen. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ansonsten hatte ich noch Fliegen gekauft für meine Jungs. Dann hatte ich noch Söckchen mitgenommen für die Taufe, für den Liam. Ein Mützchen, wobei ich da sagen muss, dass ich nicht zu 100% zufrieden bin, weil ich eigentlich was ja, Gehäkeltes haben wollte. Aber ja, es leider nichts gab. Aber ich bin jetzt ganz zufrieden. Kann er dann eben auch im Sommer tragen. Dann kommen wir zu seinem Hemd, das er tragen wird. Und zwar sieht es so aus. Total süß, finde ich. Und dann war ich mir total unsicher, ob ich eine beigefarbene Hose nehmen soll oder eben eine weiße. Ich habe mich dann jetzt letztendlich doch für die weiße entschieden. Und zwar sieht die so aus. Da war jetzt noch das dabei, also so Hosenträger, wobei die farblich nicht passen, weil das sonst einfach zu unruhig ist und zu viel durch die Fliege. Und deshalb habe ich hier diese Hosenträger noch mitgenommen. Ich muss mal schauen, ob ich ihn die überhaupt anziehen werde. Also vielleicht wird es dann auch ein bisschen zu viel, mal schauen. Aber wie gesagt, letztendlich habe ich mich dann doch für die weiße entschieden, weil es eben die Taufe ist. Und die werde ich aber trotzdem behalten. Die habe ich noch bei Zara mitgenommen. Die finde ich auch total süß. Und ansonsten wollte ich euch ja noch die Taufkerze zeigen. Und zwar, Achtung,
Und zwar sieht die so aus. Richtig, richtig schön mit dem Leuchtturm. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Deko kaufen, aber das war wirklich schwierig. Also da jetzt irgendwie noch was zu finden, was dazu passt. Also jetzt gerade vielleicht noch einen kleinen Leuchtturm für die Tische. Aber das war, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, ist aber nicht schlimm. Die Kerze gefällt mir total gut. Ich habe ja auch noch die Luftballons mitgenommen, ne? Ihr wisst ja, er liebt Punkte. Und ansonsten habe ich ja noch was von der Babyparty. Das wird auf jeden Fall auch noch zum Einsatz kommen. Hatte ich euch auch erzählt, als wir abdekoriert haben, dass da die Sachen auf jeden Fall nochmal zum Einsatz kommen, dass wir die nicht wegwerfen werden. Jawohl. Und ja, so viel jetzt noch zur Kerze. Lasst mir gerne euer Feedback da freue ich mich riesig. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Auch das Buch für mein Patenkind werde ich euch mal unten in der Infobox verlinken. Das habe ich bei Amazon gekauft. Da hatte ich euch ja einiges drüber erzählt. Es kam sehr, sehr gut an bei meinem Patenkind. Und ansonsten werde ich euch im nächsten Vlog noch ein bisschen was erzählen von der Kommunion. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle von euch. Ich zeige mich jetzt nicht. Es ist früh am Morgen. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis bald. Tschüss.